it's calmed down. Mein kleiner Bruder schläft. Aber ich glaube, er kann mich bis hier nicht hören. Ja, ich habe Pakete bekommen. Dankeschön. Einmal von Sabine. Jetzt schneide ich mir bestimmt durch den Finger. Übrigens das einzige scharfe Messer, was ich habe, hat mir immer Grobi geschenkt. Okay, mega süß. Ist das Schokolade? Vollmilchschokolade. Oh Gott, das ist so cool. Zieht euch das mal rein. Tausend Dank. Ich kann euch natürlich nicht erzählen, worum es in dem Brief geht, aber so grob, es geht um, also worum es genau geht, ich sag erst, ich kann es nicht sagen, von den anderen zu erzählen. Da hat mir eine Mutter geschrieben, dass ihr Sohn auch Medulloblastom hat. An der Stelle, ich drücke dir schon mal richtig die Daumen, dass das alles funktioniert. Keine Rezidive, keine, also ich weiß auch nicht genau, wie das heißt, aber dass nichts nachwächst. Ich lese mir das aber gleich selber durch. Ich will es dir nicht im Video vorlesen. Warum ich Pakete immer so vorsichtig aufmache. Ich habe zum Beispiel, wenn ich zu Weihnachten oder so als Kind immer was geschenkt bekommen habe, in alle Richtungen aufgemacht. Hat schon irgendwie was Magisches. Scheiße, Laune weg, 800. Das hat mir... Oh, ich hoffe, da liegt noch ein Brief drin. L-Punkt geschickt. Da muss noch ein Brief mit drin liegen. Auch sehr cool. Geil. So wie ein Medikament verpackt.
nö, ist das süß. Aber das schenke ich meiner Mom, die freut sich bestimmt mega über sowas. Sehr cool, das hänge ich mir hier hin. Muss man nachher gucken, wo ich einen guten Platz dafür finde. Weil das wird garantiert seinen Platz hier irgendwo im Wohnzimmer finden. Ich weiß nur noch nie wo. Hä? Für Mama von Brian? Ja, dann zeige ich das mal. Ach egal, ich pack's jetzt aus, ich schick's mit die nachher. Aber so cool, ey, was ihr euch immer einfallen lasst. Du bist nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten. Die wird sich mega freuen. Mega. Danke, danke, danke. Bei wem muss ich mich dann bedanken? Dilmera. Ah, so ist dein Accountname, wa? Da sage ich aber trotzdem mal vielen Dank, liebe Ingrid. Das lese ich mir nachher durch, weil wie gesagt, sowas lese ich immer nicht im Video vor. Okay, jetzt muss ich es noch ein bisschen erzählen. Da hat mir die Ingrid geschrieben, von wegen, weil ich ja mal gesagt habe, wenn ich wütend bin oder so, dass ich vielleicht mal ein Puffy mache oder ein Glas Wein trinke oder so. Und das ist natürlich die nicht bessere Variante. Also das wird ja auch irgendwo im Wohnzimmer seinen Platz finden. Wenn du Stress hast, box mich. Sehr geil. Ach Gott, ihr seid ja süß. Was soll ich sagen? An der Stelle tausendmal danke. Aber jetzt muss ich ein bisschen lesen und dann mich wahrscheinlich nochmal so eine halbe, dreiviertel, vielleicht auch eine Stunde schlafen legen. Und ich habe Mutti heute Morgen zur Arbeit gebracht, wie ihr ja zum Anfang gesehen habt. Und ich bin leider noch ein bisschen dizzy. Gestern irgendwie ein bisschen später ins Bett gegangen, konnte nicht so richtig einschlafen. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie mehr schlechte Gedanken gemacht habe oder weil mir irgendwie was weht hat oder so. Ich konnte einfach irgendwie nicht pennen und bin dann in der Nacht auch wieder ein paar Mal wach geworden. Also wahrscheinlich seht ihr schon meine verpennten Augen. Und deswegen geht es jetzt nochmal einen kleinen Augenblick ins Bett. Eure Briefe lesen und ein kleines bisschen Buch. Ich finde dieses Buch, also ich bin damit ehrlich gesagt immer noch nicht durch, weil ich es in der letzten Zeit so ein bisschen schleifen lassen habe. Aber das über Storytelling, übergeil. Irgendwie fühlt man sich immer verpflichtet zu flüstern, wenn andere noch schlafen. Bis zum nächsten Video. Ich habe auch schon überlegt, ob ich heute Abend noch einen Livestream mache, aber ist leider im Moment so ein bisschen davon abhängig, wie ich mich gerade fühle. Ich weiß, klingt ein bisschen doof, aber im Moment kann ich es euch nicht genau sagen. Vielleicht kommt noch ein zweites Video. Vielleicht kommt heute Abend ein Livestream. Who knows? Im Moment ganz schön Überraschungspaket. Also, bis nachher. Vielleicht.